Das Schiff, es fliegt durchs Hyperall. Die Mannschaft ist ganz versunken in Betrachtung des Tanzes der Sterne. Captain Otto aber ist wütend, dass alle ihre Posten verlassen haben. Schockschwere Not, sofort wieder alle an die Arbeit. Doch seine Mannschaft scheint irgendwie zu bocken. Oh, Captain, mein Captain, es ist so schön. Ich kann Sie gar nicht richtig hören. Ich werde gleich zum Schweinepriester hier. Doch plötzlich gibt es ganz andere Sorgen. Das Schiff bremst gewaltig ab und gerät in eine Raumfalte. Alle Systeme fallen aus. Oh, Captain, wir werden alle sterben. Inzwischen aber hat man provisorisch etwas Licht gemacht. Ach, da draußen ist es stockfinster. Wir stecken ja fest. Aus dem Maschinenraum kommen auch Schreckensbotschaften. Ey, Chef, hier ist alles tot, mausetot. Kein Rad dreht sich mehr. Alles völlig tot. Da klopft es plötzlich ans Schiff. Oh, Captain, mein Captain, der Tod! Wir werden alle sterben! Ariel und Otto gehen nachsehen und treffen vor dem Schiff eine gar lustige Truppe. Willkommen, meine Herren! Wer zum Teufel sind denn Sie und wo sind wir hier? Nun, das ist ein Dunkelnebel, eine Falle. Wir sind schon ewig und 3 Tage hier. Das ist ja furchtbar! Ach was, man gewöhnt sich daran. Das Gute ist, hier vergeht die Zeit nicht. Ich will aber nach Hause, Chef. Viele gespenstische Schiffe sind versammelt. Sogar ein fliegender Holländer ist dabei. Und so treiben sie endlos und zeitlos durch die Dunkelnebelfalle allesamt. Können Sie vielleicht Skat, Herr Otto? Wir spielen immer Mittwoch. Ehe Otto antworten kann, strandet schon wieder ein Schiff. Es ist ein Handelsraumer. Der Kotzi-Tocken noch einmal, was ist denn das hier für eine Sauwirtschaft? Was haben Sie denn geladen? Teure Transmitter, aber das ist ein Verlustgeschäft hier in der Falle. Da hat Otto eine Idee. Jetzt wracken wir das Segelschiff ab und verheizen es, und Johann baut uns eine Hilfsmaschine. Na, Johann, das sieht ja schon gut aus. Kommen Sie gut voran? Und dann stellt er den anderen seinen Plan vor. Der Handelsmann ist nicht sehr begeistert. Wehe, Sie beschädigen meine kostbare Ware! Und so wird der fliegende Holländer verarbeitet. Alle sind lustig bei der Arbeit und Dreihuf sitzt ganz oben im Mast. Dann heißt es Abschied nehmen. Otto, danke für die tolle Rettung. Und so schweben sie nacheinander in die Transmitter und könnten allesamt ganz wundersam der Falle entrinnen. Und auf der Erde spuckt sie der Transmitter dann wieder aus. Ein dreifaches Hoch auf unseren Captain! Dreifach hoch! Er hat uns wieder mal gerettet! Ja, yippie, aber ohne den Johann hätten wir das nicht geschafft.